So, weiter geht's. Oh, Motorhome Madness. Ah, mit dem Wohnmobil, okay. Aber wir fahren heute ein bisschen Demolition Racing, komm. Dann fahren wir heute... Kann ich die jetzt noch tunen, die Karre da ein bisschen? Ich habe jetzt 6000 auf dem Konto. Okay, jetzt mal hier mal ein bisschen Power reinhauen, die Karre. Na, no, also nicht. Moment, Robust hat der gar nichts drin. Mal rein. So, ich gehe mal gerade ein bisschen auf die Panzerung. Um ein bisschen mehr Power zu kriegen. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir den aber komplett hochgepowert, was der, was die Power betrifft oder was die. Ich kann mal gucken, ob ich da ein bisschen Kohle habe. Fahrzeug nicht zugelassen. Ernsthaft jetzt? Lass mich jetzt nicht im Stich, dass ich den jetzt nicht fahren darf, oder was, in diesem Rennen? Ach, Leute, geht mir nicht echt jetzt auf den Piss. Ich darf nur C... Ich darf nur B-Klasse Fahrzeuge fahren. Okay. Dann müssen wir das jetzt anders richten. Wollt ihr mich jetzt echt verarschen? Ja, ich muss jetzt natürlich wieder runter auf Standard gehen. Ich dachte, ja. Ah, das ist doch zum Kotzen gerade. Ich muss die ganze Power wieder rausnehmen aus dem Auto. Ja, 142. 136. Leck mich doch am Arsch, Alter, der ernsthaft jetzt. Oder geht das über die Robustheit, dass ich den nicht fahren kann? Ach, geht doch nicht raus aus dem Ding, ey. Jetzt. So, Upgrades. Jetzt hoffe ich, dass ich da ein bisschen was nutzen kann, dass ich jetzt auch mal in die Panzerung reingehen kann. Ne, kann ich nicht. Okay. Ne, gut, dann müssen wir es halt so richten. Sorry, das ist schade, aber nicht anderbar. Ja, jetzt fahren wir mit der Killer Bee. Mit dem neuen Auto, was wir da in dem Bossfight gewonnen haben. Jetzt fahren wir ein bisschen mit der Killer Bee. Ich will nämlich das Ding hier heute richten. Dauert jetzt wieder ein Momentchen, bis er dann wieder alles sich da zurechtgeladen hat, wie er das gerne hätte. Was haben wir denn als erstes? Äußerste Route umgekehrt. Oh. Na dann, wie viel haben wir denn überhaupt? Startplatzgröße 300. So, unser Ziel ist es natürlich klar, erstmal hier ein gutes Ergebnis vorzulegen. Ich weiß gar nicht, ob es 6 Rennen sind. Oh, die Karre geht aber gut ab, der Kleine hier. Also unser Killer, wie geht's Leute wieder? Oh, hau ab. Tschüss. Das ist aber keine Absicht. Der klatscht sich. Der tat weh.
Der klappt sich schön selbst an die Wand. Jetzt habe ich das geradeaus, muss ich weiter. Okay. Ja, klar, sind jetzt ein paar Leute hinter uns, die auch unserem kleinen Racer, also neuen kleinen Racer hier so lange an die Kragen wollen. Nomad, dich kenne ich ja noch, mein Freund. Hau ab von mir. Aber ich will dich nicht kennenlernen. Ah, der Kleine, der geht aber auch nochmal gut ab, der Junge. So, Runde 2 von 3 wird geholt ab. Oh ja, der will aber auch richtig jetzt ärgern. Hau mal ab, Nomad. Ah, ich musste die ganze Power rausnehmen, weil ich sonst nicht weitergekommen wäre. Wenn der Junge den Kleinen nicht einsetzen konnte. Und dann wäre es ein B-Klasse-Fahrzeug gewesen und es wäre von der Stärke nicht zulässig gewesen. Was ich ein bisschen schade finde, aber nun ja. Was, dass wenn ich da irgendwo reinkomme. Nomad ist wieder drin. Der war nämlich mal ein Stückchen zurückgefallen. Nach seinem kleinen Fehler dort. So, wir gehen jetzt in Thüringen an die letzte Runde, Britta. Also momentan. Ziel erreicht. Dann mindestens eine Runde. Okay, eine Runde, nicht eine Stunde. So, mein Freund, du wirst jetzt mir nicht nochmal irgendwie was erhalten. So kurz vorm Ende nochmal irgendwie was abnehmen. Ja, hau ab jetzt von mir. Schön, dass du dich gerade alleine wegdrehst. Das ist ja nicht mein Problem. Eigenen Dreh habe ich mich gerade ein bisschen aus dem Rennen rausgenommen. Und noch führen wir das Ding an, bleiben in Führung und holen diesen ersten wichtigen Sieg. Da wurde es dann doch noch mal knapp, aber wir haben es gerichtet. So. Gut. Also erster Lauf zumindest geht schon mal an uns. Wir holen jetzt gleich. Oh, es ist Renntag 1 von 6. Ja, ja, sag, es sind 6 Rennen insgesamt, hat er gesagt. Also haben wir echt ein bisschen viel zu tun. So, Renn Nummer 2. Auch hier wollen wir natürlich wieder was richten, wollen wir da mitnehmen. Geht es gleich weiter.
So, gehen wir los. Wenn ich mein Kombi hier mal wegnehmen. Aber das geht schon wieder gut los hier. Ich glaube, ich habe ein Auto. Hab ich das Auto mitgenommen, den neuen? Nee, hab ich nicht. Ich will ein bisschen auf die Strecke zu bekommen. So, auf jeden Fall sind wir schon mal Zweiter hinter Orky und Big Bob. Und aber einer klebt uns doch Minimum am Weg. Na, das ist das. Schon die Runde zählen, oder was? Ja, tatsächlich. Ja. Alles gut. So, weiter geht's. Neben drauf, ja. Wir können ihn momentan nicht in Führung gehen. Lucky, nein, nein, das ist unser neuer Rivale hier vorne, der Orange. Jedenfalls, glaube ich, der Killer B. Angebremst und zumindest mal den Power-Tapel. Platsch! Natürlich gehen sie mit zweimal. Ja, da muss doch mal einer von ganz hinten nochmal nachgucken. Na klar doch! Diese Dreckswand, das ist mir schon das erste Mal passiert, dass ich da einfach. Ja, das war's. Wir werden schon Minimum Vierter wieder werden. Aber diesmal ist es nicht so tragisch. Hau ab jetzt nicht von mir. Und während wir tatsächlich für zwei Mann sich noch an die Wand hauen und ich für den Führenden sogar noch schnappen kann, gewinne ich dieses Rennen noch irgendwie, wenn es nicht jetzt noch irgendwas passiert. Nein, es passiert nichts. Gewinne diesen unerwartet diesen zweiten Renntag. Wir gewinnen unerwartet diesen zweiten Renntag, wie auch immer. Aber wir haben es. Wie auch immer, wie gesagt, wir waren Vierter eigentlich und eigentlich waren wir schon raus, was das Thema Siegen betrifft. Aber ja, so unerwartet. Aber wir haben es geschafft. So, gehen wir Tag Nummer 3 rein. So, Fire Rod Motor Center. So heißt das nächste Ding, was uns jetzt. Oder also die nächste Strecke, die uns jetzt angeht. Rennen Nummer 3, wie gesagt, das ist dann die Hälfte, die wir haben. Und nicht das Finale. Es ist, glaube ich, jetzt erst, glaube ich, Achtelfinale, wenn ich es richtig sehe. Achtelfinale, Mist. Viertelfinale, Finale. Ja, Achtelfinale sind wir jetzt nämlich gerade, ja. In diesem kleinen Turnier hier. So. Klatsch hinten ins Eck. So, ich nehme mal gerade kurz euch alle da raus aus dem Rennen. Das ist mir gerade herzlich egal. Ja, du da hinten auch, mein Freund. Wenn du nur weiter drückst jetzt. Auf jeden Fall hat sich da schon mal einen mitgenommen. Ich glaube, das war nämlich der mich immer auch die ganze Zeit in Führung war. Ja, also danke für die Frost, die ich einmal nach Hause geschickt habe. Auch hier sind es wieder nur drei Runden. Ich denke, es wird alle wieder mit Setz von sein. Angriff Lazy Dog ist jetzt momentan in Führung. Aber ich finde den Anteil echt cool.
jetzt haben wir mal ein bisschen die Nase vorn, ohne dass ich den wegrammen will. Weil ich hatte keinen Punkt, wo es gehen würde. Aber du willst von mir. Dass ich mich hier auf die Seite lege. Wir gehen gleich in Richtung letzte Runde für heute. Also den Lauf hier. Wir machen das Turnier, sehen wir uns heute komplett auf jeden Fall an. Und es macht ja auch Spaß. Aber man muss sich ja zwischendurch irgendwie ein bisschen. Jetzt mal wieder zurück. Wenn ich zwischendurch mal mich auch ein bisschen frustriere und ein bisschen aufrege und alles mal in bisschen Situation. Wie bei der einen Form, da wo ich achte, wo ich als erster durch bin, wo dann mir alle irgendwie ins Auto wollen und da ich am Ende dann noch dritter, am Ende noch vierter werde. Also, führender werden wir auf jeden Fall. Wir wollen das Ding natürlich nach Hause fahren. Und wie gesagt, das ist der zweite Renntag, den wir eben hatten, der Rennen davor. Das habe ich wirklich unerwartet gewonnen. Da bin ich auch nicht gerechnet. Aber es hat dann immer noch funktioniert. Und das war dann so ein bisschen die kleine Genugtuung für das Rennen, was wir davor hatten. Wo wir halt ein gering Mist auf dem Oval und es trotzdem nicht geschafft haben. Und das Ding holen wir uns hier. Gehört uns. So, Lauf Nummer 4. Und weiter geht's. Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen auf Starten zu drücken. Ich dachte, das macht er alleine nicht. Alleine. So, weiter geht's auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem nächsten Lauf. Ja, da Lauf heute. Los geht's. Auto ist wieder hergerichtet. Ich glaube, unsere Zusatzaufgaben haben wir schon gelöst. So, ich hole mir natürlich, ich will den Sieg hier natürlich wieder haben und diesmal. Soll er verdient sein und das war auch mit während der Reise. Ich hatte nur Laufzeit noch was nicht, aber jetzt sind wir zumindest schon mal Richtung im nächsten Lauf. So, jetzt drücke ich mich mal da vorbei an dir, mein Freund. Da sollte man nicht zu wenig fahren, da kann immer noch ein scheiß Stein dahinter sein, weil dann nämlich. Wäre das Ganze hin. So, jetzt haben wir gleich einer Leute so an uns dran. Und zwar ganz knapp an dem Big Bob, mein Freund. Wenn ich am zweiten Lauf da so schön ins Feld zurückgedreht habe. Und jetzt holen wir uns zumindest mal die Führung mit der ersten Runde. Ja, ein bisschen haben wir uns absetzen können. Jetzt ist ohne Marke mit Bob vorne, der ist mir jetzt weiter dabei hinten da hinten gefallen. Muss ich also weggedreht haben oder weggedreht worden sein. Ist mir aber herzlich egal gerade. Hauptsache ich gewinne mein Rennen oder gehe dieses da vorne.
So, also 20 Minuten, 20 Minuten, ja, schön, 2 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, oder auf die Zweitplatzierten, wie auch immer. So, jetzt gehen wir, bleiben wir vorne, sind wir Erster. Machen natürlich auch die schnellste Runde und die wollen wir natürlich behalten. So, ich nutze jetzt gerade noch ein bisschen die Zeit aus. Nur den Vorsprung aus, also die Strecke aus und alles. So, hier hängt das so ein Stück Holz jetzt vor der Nase. Jetzt ist weg. Da liegt überall Holz, Reifen, Teile und. Aber das soll uns nicht verhindern oder behindern. Wir holen uns diesen Sieg. So, weiter geht's. Nächster Lauf. Okay, hier nehmen wir schon wieder gutes Geld mit. Oh, wir haben ein B-Fahrzeug. Klasse. Was haben wir denn bekommen? Star Beast. Okay. Gut, gehen wir rein. Ich glaube, das könnte der letzte Lauf jetzt sogar sein. Los geht's. Ja, vorletzter Lauf ist es sogar. So, gut, Finals Raceway ist die nächste Strecke und da wollen wir es natürlich richten. Ich dachte, ich muss mal hier durch. Also, okay, das war nicht gut. Boah, ja, was geht bei euch gerade kaputt, ey? Jetzt sind wir momentan 17 da, weil einfach alles ineinander gecrashed ist. Gerade ist total unübersichtlich. Klar, die haben natürlich jetzt alle, sind alle da schön ineinander geknallt. Oh, Texas von Kauer, bitte mir. Du hast es aber gerade mit mir, ne? So. Jetzt müsste ich gerade auch wieder aufpassen, dass ich mich nicht selber drehe, da werde ich Dings erwischt, noch mit erwischt. Hier war es gerade dieses Massengrab quasi, wo alle auf einmal ineinander gesessen haben. Dirt Trooper ist jetzt nur einer, den ich jetzt auch nicht erwartet habe. Der eigentlich schon wieder vor, immer weiter hinten war, glaube ich. Jetzt würde ich euch mal an deinen Hängen, mein Freund. Oh, Glück gehabt.
Da wäre ich jetzt schön mit dem Bären gefahren. Schön mit daran gefahren, aber jetzt. Volvo liegt gut. Ich hoffe, es dürfte ein alter Volvo sein, Alter. Und du lässt mich jetzt in Ruhe und ich gehe in Führung. Und zwar mit Beginn der allerletzten Runde für heute hier. Also diese Runde. Ja, da sind sie ein bisschen dran gerade hinten. Und wieder mein kleiner Special Friend. Weil du jetzt natürlich da versuchst, dich mal ein bisschen wieder zu fangen. Und da vorne ist der. Ich wollte gerade sagen, es ist die Überrundung. Es ist keine Position davon, aber den möchte ich kriegen hier. Verschwinde von mir. Diesen Sieg hole ich mir. Ja Gott, mir. Zweiter. Ich bin das. Hier. Oh, bist du Runde sogar noch gefahren. Cool. Und dann sind wir jetzt gleich im Finale. Ich nehme jetzt ein bisschen Kohle mit auf jeden Fall. Kann ich gleich wieder das Auto ein bisschen aufpimpen. Letzter Lauf in diesem Rennen. Letzter Lauf. So. Na dann, let's go. Letzter Lauf. Oh, ich bin nur drei Runden. Ich dachte, wir werden sechs gewesen. Na gut, nehme ich mit. Ich habe wahrscheinlich bei sechs Rennen. Entschuldigung, mein Freund, ich nehme dich mit. Jetzt spaß ich mal auf dem Rennen. Ich komme mal wieder zurück auf die Strecke und klicke mich hier gerade mit dem Kombi an. Was ein komisches Kryptonim ist, wenn der Dicke da gegen den Kleinen tritt. Und hier vorne jetzt genau das gleiche Duell. Und jetzt hol ich mir erstmal den Dirt-Trooper, der schon im letzten Rennen so ein bisschen Ärger gegeben hat, den ich einfach mal fast aufs Dach lege. Und tschüss. Jetzt jage ich da vorne den Führenden. Das ist der Lazy Dog, der Mord hat für mit dem Beetle. Und ist das schon die. Ist das schon was? Jetzt sehe ich das Ziel. Okay. Ich bin auf. Ist es übrigens nicht gewesen, nur so nebenbei. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Ah, ich wollte da ein bisschen zu früh angebremst. Und ich glaube, sowas wie Wirtschaft gibt es hier nämlich nicht. Er versucht doch ein bisschen rauszukommen. Jetzt in der zweiten Runde sind's. Mir liegt ohne Eier auf den Sack. Klatscher, ging es in die Wand für den Kollegen. Alter, bist du so gezögert? Warum zieh ich doch nicht mal durch einfach und hau dem hinten einen Zick? Wieder Texas haut. Der geht mir nämlich mittlerweile geht der mir echt auf ein bisschen auf den Sack, weil ich der immer wieder da sich einmischt. Du hast einen Zweikampf mit irgendeinem Typen und dann haut er dich weg. Ah, ich muss mich da nicht wieder komplett zurücksetzen lassen. Also das Ding ist doch komplett verloren. Es läuft gerade überhaupt nicht. Und dann hast du ständig wieder so Leute, die dann meinen, sich da unbedingt noch mit einmischen zu müssen. Also, wir sind die Sechster jetzt gerade so ein bisschen.
Oder haben wir vielleicht doch noch mal unerwartet irgendwie ein bisschen Glück dabei? Weil die da vorne sind ein bisschen dran gerade aneinander. Letzte Runde. Du Turpa, verpiss dich, Mann! Oh, da wird die mit dem Bremser spielen sie einen aus. Jetzt hab ich dich mal. Jetzt hab ich auch mal ein bisschen durchgezogen und das ging dann in die Barrikade für das weiße Auto. So, jetzt muss ich das Ding nur halten. Wir sind tatsächlich komplett oder war der Erste? Da lagen wir wieder, ja, Sechser, das wird jetzt komplett verloren, aber naja, mal gucken. Wir haben ja 5 Rennen vorher gewonnen. Hier ist drüber und es dürfte reichen, und es reicht das Finale. Es reicht tatsächlich doch, dass das Ding nach Hause fahren. Also ich erwartet teilweise 2 unerwartete Siege und das war auch genauso eine. Ich hab's geholt. So, also geschafft haben wir es auf alle Fälle. Es war ein langer Tag. Es war, wie gesagt, unerwartete Siege. Auch das Ding war hier eigentlich nicht ganz klar. War gut, dass es am Ende dann doch gepasst hat, weil ich dann am Ende doch noch durchziehen muss. Es geht ja teilweise auch nur manchmal darum. Einfach tatsächlich einfach die Jungs da komplett in die Wand zu ballern und was auch immer. Wir sind durch, liebe Leute, mit Wreckfest. Und jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir das nächste Mal. Ich denke mal, vielleicht machen wir mal ein bisschen Mutter und Madness. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder und dann schauen wir uns mal spontan. Bis dahin und tschüss.